Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Morrel und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meinem Let's Play Kerbal Space Program. Ja Leute, machen wir weiter an dieser Stelle, nachdem wir letzte Folge erfolgreich vom Moon oder vom Mond zurückgekehrt sind, werden wir uns jetzt auf dem Weg nach Minmus machen. Und wir schauen ja nochmal kurz rein. Ich hatte im Vorfeld schon mal kurz reingeschaut. Es gibt nicht wirklich interessante Dinge jetzt hier, außer vielleicht das hier, Explore Dunam. Das ist etwas, was nie verfallen wird. Also da haben wir unendlich viel Zeit dafür, bis wir das erfüllen können. Deswegen nehme ich das hier schon mal an. Und ich habe überlegt, wir werden wirklich nur einen Flyby-Minmus machen. Was einfach daran liegt, dass ich dann hoffe, wenn wir das erledigt haben, dass wir hier einen neuen Auftrag bekommen, wo wir dann uns nochmal direkt mit Minmus auseinandersetzen dürfen. Also zum Beispiel, dass wir den Orbit erreichen, dass wir auf Minmus landen und eine Flagge setzen und Forschungsdaten mitbringen und alles drum und dran. Ich hoffe ja noch auf so einen Auftrag, weil das würde nochmal ordentlich Kohle einerseits bringen und natürlich auch Forschungspunkte. Und deswegen werden wir jetzt wirklich nur einen Flyby-Minmus probieren. Dazu nehmen wir aber unsere ganz altbewährte Rakete hier, Space One Moon natürlich. Und der Unterschied wird aber sein, dass diesmal nicht Jebediah mitfliegt, sondern Valentina. Oh, sie sitzt schon drin, okay. Also man erkennt vielleicht, ich habe es im Vorfeld schon mal mit aufgenommen. Ja, gut. Ich hatte es gerade schon mal einmal probiert und deswegen ist das schon alles so voreingestellt. So, wir gehen auf Launch und dann werdet ihr hoffentlich bei meinem ersten Mal mit dabei sein. Ich weiß nicht, ob ihr das euch jemals erträumt habt, bei meinem ersten Mal dabei zu sein. Es handelt sich natürlich um das erste Mal, wo wir die Zeit beschleunigen werden beim Start. Bei dem Versuch gerade, nämlich man sieht es hier schon, hatte ich nur die 10 Kilometer als Orbit eingegeben. Die müssen wir natürlich jetzt erhöhen auf 80 Kilometer, sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Und ja, wir engagieren den Autopilot und dann sehen wir uns eigentlich gleich wieder, sobald wir im Orbit sind, wenn alles gut ist, mit Zeitbeschleunigung zwischendrin. Bis gleich. Ja, Leute, und da sind wir wieder. Und wenn alles gut war, seht ihr das jetzt hier wirklich, oder habt ihr diese Startsequenz in den Orbit mit sechsfacher Geschwindigkeit gesehen? Und es müsste jetzt nicht mehr ganz so lange dauern dadurch. So, jetzt heißt es natürlich ab Richtung Minmus. Und da müssen wir natürlich erstmal schauen, wie wir das jetzt hier hinbekommen. Minmus ist natürlich ein wenig weiter weg. Wir setzen ihn hier mal als Target. Set as Target. Und dann müssen wir uns eigentlich versuchen, auch schon mal auszurichten. Denn natürlich auch hier müssen wir versuchen, dann den entsprechenden Beschleunigungspunkt zu finden. Das wäre an der Stelle. Allerdings sind wir jetzt schon darüber hinaus. Das heißt, wir werden das hier noch ein bisschen anpassen müssen. Wir werden die Zeit mal ein bisschen beschleunigen und könnten an der Stelle jetzt eigentlich. Nein, wir sind an der falschen Stelle. Wir müssen auf der anderen Seite beschleunigen. Wenn wir genau die Hälfte von Kerbin nochmal umrundet haben. Es wäre zwar auf der Seite auch gegangen, glaube ich, aber auf der Seite ist es, finde ich, sicherer. So. Da
haben wir es schon fast geschafft. Wir werden uns jetzt nochmal ausrichten. Moment. Etwas höher bitte. Und dann können wir direkt auch den Booster reinhauen und uns Richtung Minmus beschleunigen. Ich hoffe, das geht gut. Ich hoffe, der Treibstoff reicht aus natürlich. Wäre wünschenswert. Da ist Minmus aktuell. Wir sind jetzt hier dabei, in die Beschleunigungsphase reinzugehen. Wir werden das nochmal alles ein bisschen mit anpassen müssen auch. Und so, ich bin mir nicht sicher, ob es. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt funktioniert auf diese Art und Weise. Wir werden das testen. Ich beschleunige mal hier auf manuelle Geschwindigkeit. Dreifach machen wir mal oder vierfach vielleicht auch schon. Wir müssen natürlich im Auge behalten, wann die Tanks leer sind, dass wir die dementsprechend zeitig auch abwerfen können. Die halten noch ein bisschen was aus, okay. Und jetzt wäre es aber soweit. Weg mit denen und Beschleunigung wieder rein. Und ich glaube, die nächste Absprengphase der nächsten Tanks ist bei 360. Wenn wir hier 360 haben, dann haben wir es eigentlich geschafft. Wir sind gut, was die Beschleunigung angeht, unterwegs. Ihr seht, wie sich hier unsere Umlaufbahn um Körben herum ausdehnt. Und jetzt müssen wir schon langsam mal langsamer machen. Sonst verpassen wir das Rendezvous mit Minmus. Und wir sind wirklich gut dabei, was den Treibstoff angeht. Die Frage ist, ob wir Minmus jetzt auch wirklich erwischen. Das Problem wird nämlich sein. Nein. Naja, das war zu viel. Gegenbeschleunigung. Und stopp. Moment. So, jetzt nochmal zurückbeschleunigen. Das Problem ist nämlich, Minmus läuft nicht ganz parallel zu den sonstigen Umlaufbahnen. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir Minmus jetzt erwischen werden. Wir werden es nochmal kurz gegenbeschleunigen, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Da sieht man den ungefähren Kontaktpunkt, wenn wir, Moment, wie ist es, wenn wir dort sind, ist das Target dort. Also es haut aktuell nicht wirklich hin. Wobei wir von der Umlaufbahn, ja, wir müssen das anpassen. Das wäre sogar hier der Fall gewesen. Mal angenommen, ich würde jetzt hier sagen, Add Manöver und dann müssen wir gucken, dass wir ungefähr auf die gleiche Umlaufbahn kommen. Ich glaube, das ist die richtige Beschleunigung dafür in dieser Richtung. Müssen wir jetzt noch nicht ganz austarieren, aber es geht erstmal darum, dass wir, das kann wieder weg. Da lang müssen wir und wir beschleunigen das Ganze mal. Wir werden hier mal ein bisschen Schub geben und dann sieht man, wie sich hier der Descending-Node, wie auch immer es ausgesprochen wird, verringert. Das ist der Winkel, in dem wir zu Minmus jetzt sonst aufkommen würden. Das heißt, hier minus 2,5%, minus 2,3%. Wir nähern uns sozusagen der Umlaufbahn von Minmus. Aber wir haben auch genug Treibstoff, minus 1,6%. Das ist eigentlich schon fast in Ordnung. Wir treiben es nochmal ein bisschen weiter. Ab einem gewissen Punkt geht das auch wieder nach oben. Minus 1,3. Ja, also im Idealfall wäre natürlich 0%, das ist ganz klar, aber ich glaube, besser kriegen wir es jetzt auch nicht hin. Jetzt werden wir nochmal gegenbeschleunigen müssen, zu Minmus, dass wir nicht ganz so weit hinausfliegen. Das heißt, wir geben hier nochmal ein bisschen Schub. Und dann hoffen wir, jetzt sieht man das schon, wir nähern, ja, da haben wir Minmus. Wunderbar, das ist genau das, so wie wir es haben wollen. Da können wir die Zeit beschleunigen und im Idealfall kommen wir sogar wieder auf einen ungefähren Orbit um Körben herum raus. Das heißt, wir können, also haben wirklich ein Fly-by-Manöver und können dann wieder auf Körben die Landung anstreben. Und dann hat Valentiner eigentlich schon sie im Moment der Körben oder die Körbeline
das Körbelinchen, was jemals am weitesten weg von Körben unterwegs war. Und das ist doch schon mal eine Errungenschaft, wenn man das von sich behaupten war, die erste zu sein oder allgemein der erste Körbel zu sein, der so weit weg von Körben war. Also wer sowas von sich behaupten kann, ist ja das gleiche wie mit unserer Mondlandung damals in den Ende 60er Jahren, glaube ich, war das. 69, glaube ich, war es. Oder so um die Dreh. Wenn man da aber also wirklich die Gewissheit hat, man war der erste Mensch auf dem Mond, das ist doch wirklich was extrem Besonderes. Das kann ja, also das ist untoppbar eigentlich. Also wer kann das von sich behaupten, außer ich glaube, Buzz Aldrin war es. Er war, glaube ich, der Erste auf dem Mond. Ja, wir nehmen jetzt hier erstmal Forschungsdaten mit. Und so viel wie es geht natürlich auch. Denn die werden wir alle fein und fleißig zurück nach Körben nehmen, dass wir weiter schön fleißig neue Sachen erforschen können. So, hier kriegen wir auch nochmal 12,5. Dann werden wir hier nochmal einen kurzen Quicksave reinhauen und dann Valentina auch nochmal aussteigen lassen. Diesen Quicksave vor dem Aussteigen mache ich generell, weil es gab früher das Problem beim Aussteigen, dass die Körbels manchmal den Kontakt hier verloren haben und dann frei im Raum rumgeschwebt sind. Und das Wiederandocken an die eigene Kapsel total schwierig war, aber das scheinen die inzwischen behoben zu haben. Also wir hatten ja noch nicht einmal ein Problem damit. Von daher ist das, scheint alles gut zu sein. Aber ich mache diesen Quicksave natürlich trotzdem nochmal. Immer wieder. Sicher ist sicher, bevor wir das Ganze hier nochmal machen müssen, weil wir nicht mehr ins Raumschiff reinkommen natürlich, mache ich lieber immer ein Quicksave vorher. So, und da haben wir eigentlich alles an Forschungsdaten soweit mitgenommen. Haben wir die wirklich alle ausgereizt? Nein, hier können wir noch was mitnehmen. Das machen wir auch. Und das nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir nämlich gleich die Forschungsdaten um Minmus herum wirklich, glaube ich, komplett gesammelt, was die Mystery Goo angeht. So, dann können wir das ganze Ding jetzt auch wieder hier schließen. Das brauchen wir nicht nochmal. Und ja, dann heißt es jetzt ab zurück nach Körben. So, nicht beschleunigen, sondern nur die Zeit beschleunigen. Und das müsste reichen und dann sind wir schon auf dem Weg wirklich zurück. Wir haben noch einen Haufen Treibstoff. Wir hätten, glaube ich, sogar einen Landeversuch wagen können. Aber wie ich das schon gesagt habe, ich hoffe ja noch auf einen Extra-Auftrag, wo wir dann nochmal extra Kohle und so weiter bekommen, Forschungspunkte und so weiter, wo wir dann nochmal den richtigen Auftrag bekommen. Lande doch bitte auf Körben und ja, setze eine Flagge oder alles Mögliche, nicht auf Körben, auf Minmus und setze eine Flagge und alles Mögliche. So, in welchem Orbit kommen wir denn raus? 248.000 Meter. Das ist absolut in Ordnung. Da werden wir, diesen Punkt werden wir auch ansteuern. Stopp. Und dann werden wir die Gegenbeschleunigung reinhauen. Wunderbar. Und dann verkürzen wir wieder den Orbit um Körben herum. Wir haben, wie gesagt, einen Haufen Treibstoff dafür. Und werden es mal wieder mit dem Meshup probieren, dass er möglichst nah am Spaceport sozusagen runtergeht am Launchpad. Dazu, wie gesagt, bereiten wir das für Meshup ein bisschen vor, weil sonst agiert er, glaube ich, recht Treibstoff, naja, verschwenderisch. Also ich glaube, der ist da noch nicht ganz ausgereift, was das angeht. Aber ich stelle mir das auch schwierig vor. Also vor allem, das ist ja nur eine Mod, die hat ja wahrscheinlich ein Einzelner oder vielleicht zwei, drei Leute maximal haben diese Mod gemacht für Kerbal Space Programm. Und diese Leistung muss man natürlich schon hoch anerkennen, was die hier uns für ein Tool mitgeliefert haben. Was es halt in der Originalversion von Kerbal Space Program natürlich nicht gibt. Und dass das vielleicht nicht ganz hundertprozentig so läuft, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, das ist, ich glaube, das ist ganz normal. Das wäre ein Wahnsinn, wenn es so wäre. Also das wäre natürlich genial. Aber ich denke mal,
Man kann damit leben, dass man hier noch ein bisschen selber immer noch mit anpassen muss. Man will sich ja auch selber gebraucht fühlen. Von daher ist das soweit in Ordnung. Wir machen mal nochmal einen Quick-Save und dann probieren wir das nochmal mit dem Lande-Autopiloten. Wo war er denn? Rendezvous war es nicht. Landing Guidance. Ja, genau. Landing Guidance war das. So, Set. Das Launchpad und dann Land at Target. Zumal er jetzt das wirklich auch treibstoffmäßig gut auf die Reihe kriegen könnte, weil wir haben wirklich viel Treibstoff. Und da kann er sich eigentlich austoben dabei. Und das werde ich aber in der Folge nochmal im Originaltempo laufen lassen, weil das ist jetzt, glaube ich, der erste Versuch, wo wir wirklich die entsprechende Menge an Treibstoff auch einfach dafür da haben. Die Tanks springen wir mal kurz manuell ab, das macht er gerade nicht, aus was für Gründen auch immer. Und so müsste er aber noch ein bisschen flexibler reagieren können auf alles. Und ich bin gespannt, ob er das hinbekommt oder nicht, dass wir wirklich auf dem Launchpad landen. Das wäre das erste, wirklich das allererste Mal, dass er das in einer meiner Aufnahmen schaffen würde. Ich drücke ihm die Daumen, ich denke mal ihr natürlich auch, weil das ist wirklich eine spannende Geschichte. Weil wenn wir dort drauf landen können, wenn er das schafft, kriegen wir 100% dieses Teilstücks der Rakete an Kohle zurückerstattet. Und das ist ein Wert, das ist natürlich der Wahnsinn. Wobei, wenn wir selbst in der Nähe landen werden, also das habt ihr in der, glaube ich, in der vorhergehenden Folge gesehen, dass wenn wir nur ein paar Meter daneben landen, wir kriegen immer noch ein paar 90%, also das ist schon noch einiges. Wobei ich ihnen aber, also Meshup das schon gern nochmal, ich würde gern Meshup die Möglichkeit erweisen, sich zu beweisen. Und ich hoffe, er kriegt das hin. Wir drücken ihm, wie gesagt, alle die Daumen. Im Moment sieht es irgendwie sehr kurios aus, was er hier macht. Er geht. Was für machst denn du für eine. Was machst denn du da? Wir wollen auf dem Kerbal Space Dings da Pad landen. Wir wollen nicht hier irgendwo in Nordafrika landen oder sonst irgendwo. Und der verbraucht schon wieder eine Menge an Treibstoff. Das ist der Wahnsinn. Du weißt schon, wo wir landen wollen, oder? Drehst du? Nein. Nein. Junge, nein. Ist das denn ernst? Ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Er versucht jetzt hier einmal komplett umzudrehen, dass er in dieser Richtung landen kann. Ist das dein Ernst? Junge. Und das ist genau das, was ich meinte. Es ist nicht perfekt. Es macht aber auch nichts. Ich finde es im Moment eher lustig. Sollen wir ihm nochmal helfen? Er versucht, glaube ich, wirklich gerade das Teil nach da auszurichten. Und dafür wird der Treibstoff überhaupt nicht reichen. Wir werden jetzt irgendwo in der Pampa hier oben runterkommen. Und ich überlege gerade schon wieder, ob wir nochmal neu laden notfalls. Das geht doch so nicht, Junge. Komm, wir laden nochmal neu. Das bringt so nichts. Das ärgert mich. Wieso ist er denn nicht fähig dazu, das dementsprechend anzupassen? Wenn wir dir jetzt sagen, Moment, es tut mir wirklich leid für euch, dass ihr euch das angucken müsst, aber das ist halt Meshup. Also die Erfahrungen würdet ihr sonst natürlich auch alleine machen. Es ist einfach so. Der hat seine festen Vorgaben, die versucht er natürlich einzuhalten. Und dann machen wir das doch lieber selber. Das ist vielleicht effektiver. Wir müssen vielleicht die Landebahn, also den Dings nochmal hier, den Winkel. Nein, was will ich denn jetzt hier gerade? Mach nochmal Add Manöver. Und dann, wie rum müssen wir das denn haben? Wir nehmen erstmal die Beschleunigung raus, okay.
und passen den Winkel erst noch mal ein bisschen an auch. Und dann gucken wir doch mal, ob wir das vielleicht etwas besser hinbekommen als Meshup. Achso, deswegen verziehst du das hier noch. So müssen wir das einstellen. Dann voller Schub. Und dann bringen wir den Winkel erstmal in die entsprechende Position, dass wir ungefähr auf der Höhe des Launchpads sind. Und dann werden wir natürlich manuell nochmal gegensteuern vom Schub her, dass wir ja vielleicht in der Nähe des Launchpads runterkommen. Ich werde ihm dann nochmal sagen, dass er irgendwo landen soll und vielleicht schafft er es dann irgendwie wirklich, wie gesagt, in der Nähe des Launchpads rauszukommen. So, wir haben es schon fast geschafft. So, auf dieser Linie müssen wir ungefähr ankommen. Das passt schon soweit. Den Rest können wir schon wieder rausnehmen. Jawohl. Dann Gegenschub und Moment. So, bitte. Und dann zack, nochmal volle Beschleunigung. Und dann denke ich mal, dass wir schon irgendwo in der Nähe des Launchpads auch rauskommen werden. Vielleicht nicht ganz beim Launchpad, aber mein Gott. Wie gesagt, es gibt ja dann auch hier in der Nähe Punkte dafür. Ich weiß wirklich nicht, wieso er versucht hat, die Bahn nochmal zu verändern. Wir fliegen doch wirklich. Fliegen wir von da nach da? Ich glaube jedenfalls. Ich hoffe es. Ansonsten kommen wir jetzt hier irgendwo runter. Das wäre natürlich ein Denkfehler meinerseits. Wäre aber vielleicht auch nicht so tragisch. Warte mal, wir gucken uns mal kurz an, welcher. Ne, doch, der fliegt in die richtige Richtung. Der fliegt da lang. Das passt soweit. Ich weiß gar nicht, wieso er das nochmal drehen wollte. Der ist ja vorher, also früher auch schon in dieser Richtung dort gelandet. Keine Ahnung, was er für ein Problem hatte. Wir geben ihm jetzt vielleicht nochmal die Chance. Ich mache nochmal einen Quick Save. Ich nehme euch jetzt, wenn die Folge jetzt länger dauert, was soll's. Wir sagen ihm jetzt nochmal Set Keys P Pad und Land at Target. Und dann, jetzt hat er hier zumindest schon den Punkt festgelegt. Okay, jetzt ist er wieder weg. Aber er versucht jetzt nicht nochmal die Richtung zu ändern, glaube ich. Er tut jetzt dementsprechend abbremsen. Naja, doch, er versucht die Richtung zu ändern. Er würde jetzt nochmal komplett gegenbeschleunigen. Nein, das lassen wir ihn nicht machen. Wieso auch immer er das machen möchte. Wir laden nochmal schnell neu und das waren jetzt nur ein paar Sekunden. Und dann sagen, machen wir das selber. Aber so seht ihr gleich auch, wie Mashup funktioniert. Also es hat wirklich Vor- und Nachteile, Mashup. Ja. Es ist aber noch nicht vielleicht in dem Status, wie man es vielleicht sich gern wünschen würde. Wie wäre es denn, wenn ich dir jetzt sage, Land somewhere? Das machen wir jetzt, könnten wir jetzt eigentlich schon reinhauen. Machen wir nochmal ins Quick Save dafür. Ach, was soll's. Komm, Land somewhere und mal sehen, was er jetzt macht. Er bremst noch weiter ab, okay. Warum auch immer. Ich überlege, ob ich das nochmal neu lade. Wir haben ja nicht den Quicksave umsonst gemacht. Ich habe mir jetzt die Befürchtung, dass der jetzt wirklich irgendwo landet. Und das wäre dann vielleicht im Gebirge hier drin. Was hat er vor? Er will uns mitten im Gebirge landen. Na, das ist ja ein ganz großes Kino. Leute, es nützt nichts. Wir müssen nochmal neu laden. Das bringt so nichts. Die Tanks sind doch leer. Die springen wir mal gleich ab. Machen nochmal dafür einen neuen Quick Save. So, wir machen es wirklich selber. Das ist die beste Variante. Kommt, was soll's. Hier auf die Gegenbeschleunigungs Richtung ausrichten und dann Zeit beschleunigen und dann ab nach unten.
Und ich glaube, das ist die beste Variante, wie wir hier ankommen können. Denn da ist das Launchpad und ich glaube, hier so werden wir dann runterkommen. Vielleicht sogar noch ein bisschen zeitiger. Ich hoffe, er kriegt das jetzt hin, dass er die Rakete ausgerichtet hält. Das ist jetzt das erste Mal seit langem, dass wir hier wirklich manuell selber landen. Wie viel Treibstoff haben wir? Wir haben massig Treibstoff. Wir können volle Beschleunigung reinhauen. Vielleicht schaffen wir es dadurch auch noch dem Launchpad ein bisschen näher zu kommen. Unsere Landestützen werden vielleicht verglühen in der Atmosphäre. Das kann passieren. Aber wir müssten relativ stabil nach unten kommen. Das wäre zumindest wünschenswert. Treibstoff, wie gesagt, haben wir eine ganze Menge. Den werden wir nie aufbrauchen. Und dann gehen wir hier an der Stelle, ne, wir sind schon ein bisschen übers Launchpad hinausgeschossen, das soll uns aber nicht stören. Wir werden immer noch relativ nah daran auch runtergehen können. Und wie gesagt, Treibstoff haben wir en masse. Was verbrennt denn hier oben? Was ist denn das, was hier oben verglüht? Ich sehe es gerade gar nicht. Okay, vielleicht waren das hier die äußeren Teile, das kann sein. Die Landestützen sind schon fast im Punkt. Wir werden hier den Schub mal rausnehmen, werden. Nein! Na gut. Ich wollte auch den Rest mitretten. Naja. Bevor ich jetzt nochmal lade und ihr euch das nochmal angucken müsst. Die paar tausend. Darauf können wir jetzt verzichten. So, und dann geht's jetzt hier ab Richtung Kerbin und. Ja, aber das, wenn ihr Kerbal Space Programm selber spielt, ihr werdet wissen, wie das ist. Also ihr werdet das ganz genau nachvollziehen können, dass solche Fehler passieren. Das ist einfach die menschliche Unaufmerksamkeit. Zumal man, wenn man hier nebenbei noch redet und euch versucht zu erklären, was hier gerade passiert und so weiter und so fort, ist man natürlich noch unaufmerksamer. Ja. Und ich bin auch nur ein Mann, ich bin auch nicht multitaskingfähig, ich bin ja schließlich keine Frau, ne? So, wir sind auf jeden Fall gelandet, ganz sicher. Wir haben eine Menge Forschungspunkte nach Hause gebracht. Und ich würde sagen, wir haben damit diese Folge auch schon. Ja, wir können diese Folge schon damit beenden. Valentine hat 3 XP bekommen. Wunderbar. Das gucken wir uns nochmal kurz gemeinsam an, wie Valentine jetzt aufgestellt ist. Okay, sie hat den Erfolg Fly by Minmus bekommen und Jebediah hat aber noch den Vorteil. Ah, okay. Sie müsste noch eine Flagge auf den Moon setzen. Dann kriegt sie nämlich nochmal 5 Erfahrungspunkte dazu. Also, ihr seht das: Plant Flag on Moon gleich 5. Und die fehlen ihr gerade. Okay, das ist interessant zu wissen. Das heißt, wir müssen mit Valentiner nochmal Richtung Moon. So, aber wir haben es für diese Folge erstmal geschafft. Jungs, haut rein, wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, ciao.